Hallo, Herr Benz. Hallo, Maurice. Angel. Hallo Anne. Was ist nördlich? Das hier ist nördlich. Hallo Sword of the Demon King. Hygraulon, du bist nicht Gen 7, verpiesel dich, du kleine Pissnelke. Hallo Adam. Es ist 9:30 und Lego streamt. Time Zones. Kommt hier kein Methena? Nördlich, südlich. Okay. Da ist eins. Nördlich. 40%. Kein Geschlecht. Ein Pipifax wird das. Stirb. Hallo Kühner. Okay, das mit der Bruchrüstung ist also anders. Weiß ich das jetzt auch. 9:30 said no one ever. 9:30, 11:30. Stimmt. Aber es ist schriftlich notwendig. Hallo Toni. Du bist kein Metheno. Hallo Lady. Wie tue ich Metheno weh? Ohne dass es drauf geht. Wir suchen Methenos. Viele, viele bunte Methenos. Nix wird explodiert. Ich muss nur eine Attacke finden, die Metheno nicht umbringt. Oder ich schmeiß einfach Bälle. Was ist denn so diese sogenannte Catchrate von einem Metheno? Heißt das auch Metheno auf Englisch? Meteor oder so. Minor oder so? Minior. Minior Catchrate von 9%. Hallo Marco. Okay, tatsächlich macht... Ich habe nur Nassschweif als Attacke. Ja, kacke. Okay, dann schmeißen wir jetzt mal bei dem nur Bälle. Aber ich muss ihm mindestens 50% Schaden machen, sonst wird es ja... Dauert er viel zu lang. Triplette, musst aber hoffen, dass es friert. Warum? Ich will ihm noch Schaden machen. Mignon. Eigentlich steht da 200. Aber krass, 100 hast du schon wieder. So viel. 9%. Das ist so viel. Finale. Es ist so dumm. So oft habe ich doch noch gar nicht gestreamt. Genau, ich bin ganz neu. Hallo Daniela. Ich habe mein Handy nicht hier. Das ist not good. Ich muss nochmal aufstehen.
Am Ende des Jahres bin ich wieder der Simp, wenn die Statistics rauskommen. Statics. Ja. Acht Prozent. Oh. Bam. Bam, 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 Majera. Ich spür's. Acht Prozent. Sind das eigentlich kleine Ammonitas, die da auf mich draufschmeißt? Knallhart. Diese Ammonitas könnte, also in dieser Welt, jedes Fossil ist ein potenzielles lebendes Lebewesen. Der bringt meinen Enteron um. Bring mir eine geile TM danach bei, aber eins, gib mir ein. Oh mein Gott, 8%. Wenn er meinen Enteron umbringt, hat er es verdient, frei zu sein. 8%! Ah, nein, ich will nicht. Okay, noch einen Ball habe ich, genau genommen. Außer... Das macht nie Finale. Weißt du noch, über welche Konsole du dir das Shiny Genesect geholt hast? Ich meine DS, DSi, 3DS oder muss ich mir meinen 3DS modden oder in Japan noch einkaufen? Was? Der DS ist vollkommen egal. Das Spiel muss japanisch sein. Dein japanisches Spiel kannst du nicht auf einem normalen DS zocken. Das heißt, entweder kaufst du dir einen japanischen DS, was Geld kostet und dann nicht sehr angenehm ist, weil du dann hast so einen DS, der auf Japanisch ist und du kein Wort verstehst. Oder du moddest in 10 Minuten deinen DS und kannst ein japanisches Schwarz-Weiß 1 und 2 darauf spielen. Wenn du deinen Enteron hochheilst und dann ein Pokéball wirst, wär's drin. Anscheinend nicht. Jetzt. Nummer 1. Welche Farbe hast du? Sehe ich das jetzt nicht sogar? Ich brauche wie mache ich das? Nee, das Rote ist das Normale. Ich glaube, ich hole mir zwei rote. Wenn es kommt. Ich hole mir zwei rote. Damit ich in einer Box das eine habe und in der anderen Box nochmal alle. Hellblau. Hallo Azrael. Es wird Meteno gehuntet. Mehr oder weniger erfolgreich. Ich muss noch meinem Enteron eine Attacke beibringen, die es nicht umbringt. Ich dachte, die Fähigkeit von Meteno sorgt dafür, dass es wie Robustheit ist oder so. Hallo Shadow Ghost. In Alola fliegt das Pokémon zur Erde, dabei verstaubt es und die sich dann von ihrem Staub und Gestein befreien kann, leuchten entweder auf und fliegen weiter oder lösen sich in Licht auf, das so schlimm ist, dass es sogar die Erinnerung von Menschen daran auslöscht und verdrängt. Ich glaub dir kein Wort. Das ist alles nur Humbug. Fanfiction.
TMs. Ist im Anime so? Wie, und jetzt ist der Anime Kanon, oder was? Wir spielen nicht den Anime. TMs. Was kannst du lernen? Durchbruch ist auch zu stark, oder? Kraftreserve, Ladestrahl, Nitor, da. Schlafrede. Blutsauger, Psychokinese? Sowieso. Probieren wir mal aus. Die werden von Rayquaza gesnackt, die haben andere Probleme. Siedewasser? Ist wahrscheinlich auch zu stark. Schleuder? Item werfen? Nee. Vertrauenssache, was ist das? Doppelteam, Lichtkanone, Flammenwurf. Es konnte nur das. Okay, dann probiere ich noch mit Siedewasser. Aber Siedewasser ist doch stärker als... Was habe ich? Nassschweif. Bei Nassschweif ist wahrscheinlich Angriff. Spezialangriff ist höher sogar. Ach Gott. Das wird nix. Das ist kein Trugschlag. Enteron kann kein Trugschlag, Mann. Was hast du für ein brutales Enteron mit Trugschlag? Schon ein krasser Loser, ja. So, mal schauen. Psychokinese. Ich glaube an Psychokinese, weil Enteron ist nur Wasser. Oder? So, hier, schnell. Demon King, du bist ein Blip. Toasty, du bist ein Golden Go. Monetigo. Kühner, du bist ein Amoroso. Laubfuchs, du bist ein Brutalanda. Ich glaube, Psychokinese ist nicht effektiv. Es überlebt es. Wobei, ich bin 20 Level stärker. Das sieht gut aus. 50% ist doch Bruchrüstung. Brech. Limitschild. Ja. Orange. Du gehörst mir. Ich sage euch, jetzt kommen alle Farben hintereinander ohne ein doppeltes, so wie bei den Äffchen. Das ist orange oder gelb? Das war orange. Okay. 2 von 8. 1, 2, 4, 6, 2, 7. 2 von 7, aber ich will 2 rote. Rot ist bestimmt die häufigste Farbe. Ich sage, das ist ein Lila. Du sagst gelb. Sag lila. Das ist dunkelblau, oder? Ist es? Ich glaube, ja. Es sollte dunkelblau sein. Also. Brauche ich noch. Auch gut. 3 hintereinander, die verschieden waren. Jetzt wird's spannend. Und wie es auch drin bleibt, wenn's. Okay. Okay. Hallo Dave. Oh, ein Crit. Deine Lieblingsfarbe. Ich habe keine Lieblingsfarbe. Als Kind war es immer blau. Aber ich habe, glaube ich, keine mehr. Okay. Jetzt kommt Lila. Wie ist deine Meinung zur Ultrasonne am Endgame? Ich bin nicht im Endgame.
Ich habe die Story nicht durchgespielt. Aber das Spiel ist und bleibt das schlechteste Pokémon-Spiel. Ihr müsst es doch einfach nur akzeptieren. Dann fühlt ihr euch auch viel freier, wenn ihr es akzeptiert, alle. Das ist hellblau. Und somit kann es mich mal kreuzweise. Aber jetzt ist es irgendwie so blau, dass ich das Gefühl habe, das habe ich noch nicht. Ich gehe auf Nummer sicher, dann weiß ich, dass ich sicher beide Blaus habe. War das erste auch so blau? So hell, ist so hellblau? Fast türkis. Easy. Lieblingsfarbe ist schwarz. Das würde ich ja sagen, wenn schwarz eine Farbe ist. Ich mag die Farbe Petrol sehr gern. Okay, ein doppeltes. Verdammt. Es ist mein Lieblingsspiel und bleibt es auch. Okay. Dann war das wahrscheinlich dein erstes oder zweites Pokémon-Spiel, das du jemals gespielt hast. Das ist okay. Traurig, aber okay. Die Story in Sumo besser, aber alles andere macht Usum so viel besser. Das habe ich noch nie gehört, wie man Sumo und Usum sagt. Die Story von Gen 8 ist schlechter. Keine Pokémon-Story ist wirklich gut. Weiß ich, jedes Spiel hat gute Teile in der Story und super schlechte Teile. Ich finde, keine Story kann man sagen, dass sie wirklich gut ist. Und Gen 8 hat sehr wohl eine Story. Sie ist die realistische Story von allen. Außer der Teil mit Schilterus und Schubertitus. Schildrich und Schwertikus. Schildrich und Schwerthold. Idioten. Reicht es für Limit? Ich liebe Shiny Hunt in Gen 7 und die Spiele gehören komischerweise zu meinen Lieblings-Pokémon-Spielen. Habe jedes Pokémon-Spiel gespielt. Wie? Du bist am Leben noch. Warum? Also, nein. Komm, Psychokinese geht es auf 1 KP. Fuck. Das war's. Das eine, das jetzt nie wiederkommt. Das war's. Hallo, Verox. Aber sie fängt für uns halt erst an, als Indianalos kommt und endet, wenn man Indianalos geschafft hat. Hä, das ganze Schwert und Schild hat eine Story. Ich verstehe, dass Leute die Story nicht besonders finden von Schwert und Schild, aber das ist das, was ich mag. Es ist kein Kack, die Welt retten und dann am Ende kurz schon, aber es ist kein Kack hier, irgendwelche Team Aqua und irgendwelche Sekten oder sowas, sondern es ist einfach, Pokémon Trainer will der Beste werden. OG Gen 1 Story, schön einfach, bam. Aber nein, wir müssen ja immer irgendwelche cringen Bösewichte besiegen. Gen 8 hat eine Story. Du gehst von A nach B, nach C, nach D, um der Beste zu werden.
Mich hat's voll gestört, dass Dalion uns immer weggeschickt hat, sobald mal was passiert ist. Voll geil! Kann der den Scheiß machen und wir können Pokémon fangen? Warum soll ich mich denn immer drum kümmern, wenn buchstäblich ein 25-Jähriger mit einem Giga-Glurak einfach es auch sich drum kümmern könnte? Warum muss ich denn immer die Welt retten? Ich will doch nur Pokémon fangen und die Story so schnell durchspielen, wie nur geht. Lila. Okay, das ist gelb. Das ist gelb. Das haben wir noch nicht. Bisher war nur eins doppelt und zwei habe ich umgebracht. Easy. Spielst du auch Pokémon Unite? Nein. Wir sind gestern drei geplatzt. Du machst es ja auch falsch. Warum platzen dir drei? Du hast doch Enteron. Guck, gelb hab's auch gesagt. Vor drei Metenos hast du gelb gesagt. Du findest Gen 8 ja nur gut, weil du die Spiele schneller durchspielen kannst. So schnell kann man die gar nicht durchspielen, aber ja. Gen 8 ist jetzt nicht so super kurz. Aber ja, es ist schön simpel, schön einfach. Du gehst die Arenen besiegen, gehst Pokémon fangen. Du hast die schöne große Ebene. So, jetzt kommt Lila. Warte mal, gibt's überhaupt Rot? Bin ich gerade blöd? Gibt's überhaupt Rot? Natürlich, aber es ist rosa. Also ich habe das Gefühl, Gen 5 ist das kürzeste. So schnell, wie ich das durchgespielt habe. Oder Gen 6. Gen 6 ging so schnell dann. Beim zweiten Mal. Beim zweiten Mal, wenn man weiß, wohin, geht es immer echt krass schnell. Was ist das? Das Orange? Ah ne, warte mal. Ist das das Gelb? Warte mal. Was? Das hätte ich fangen sollen? Ich bin verwirrt. War das das Gelb, was ich... Wo ich... War Orange? Also Gelb hatte ich gefangen, ne? Ich habe gerade irgendwie die letzten 5 Minuten Blackout gehabt. Habe ich Gelb gefangen oder habe ich... Waren wir gerade in dem Gelb immer noch drin? Nee, ne? Ich habe Gelb gefangen und da ist sofort wieder eins gekommen. Sogar ein Volltreffer bringt nicht um. Also jetzt reicht aber langsam mit Gelb hier. Das Orange, Orange, Gelb. Was ist schon der Unterschied? Du hast jetzt Gelb, Hellblau, Blau und Orange? Danke. Für diese hilfreiche Information. Ich bin anscheinend farbenblind. Fuck. Kannst ja nichts für. Dave, wie ist Final Fantasy 15? Genialität. Bravissimo. 15, 15, 15, 15. War das jetzt ironisch gemeint? Ja, hör auf zu sagen, du hast jetzt gelb, hellblau, blau und orange. Ich hab's buchstäblich unter mir stehen. Manchmal habe ich echt das Gefühl, ihr, keine Ahnung. Wenn ihr mich trollt, ist gut. Herzlichen Glückwunsch, das ist gut gemacht. Wenn ihr das ernst meint, sieht man in Usum die Shiny-Animation eigentlich schon mit Hülle? Ja? Die sieht man überall mit Hülle.
Es gibt kein Spiel, wo man nicht die Shiny-Animation sieht, wenn der Kampf beginnt. Okay. Was war das für eins? Gelb. Reihenfolge ist orange, gelb, frei, hellblau, dunkelblau. Okay. Nochmal. Noch nicht angefangen, 15 zu spielen. Umzugsstress. Das kann ich immer so mitfühlen, wenn Leute das sagen. Grün! Fehlt halt echt nur noch Rot und Lila. Das ist viel zu einfach. Aber jetzt kann es halt ewig dauern. Ich will zwei Rote. Ich habe bei WW Yowie's auch so gemacht. Da habe ich auch das Weiße in der Box und das Weiße in der WW Yowie Box. Nicht immer mache ich das. Aber manchmal finde ich, fühlt sich's besser an. Ich brauche jetzt nicht drei Hooper, damit eins in der Liste ist und zwei da. Das ist Quatsch. Aber bei Miteno, Pokusan und sowas, das sieht vollständiger aus, wenn es in der eigenen Box auch nochmal alle drin sind. Kann man Hoopers andere Formen Home haben? Ja. Viel Erfolg, Dave. Ich weiß, wie scheiß stressig das ist. Ich wünschte, ich könnte dir Tipps geben, aber das weißt du alles. Den Stress durchhalten. Nicht den Kopf verlieren. Eins, was ich immer wieder merke, aber das habe ich auch schon so oft gesagt und weiß eigentlich auch jeder, immer wenn du dir denkst, ah okay, ich brauche für den Umzug so und so viele Stunden oder halt, wenn du irgendwas machst für den Umzug, selbst wenn du dir denkst, okay, ich brauche höchstens 3 Stunden dafür, mach einfach doppelt so lang. Also berechne doppelt so lang. Es ist nie... Diesmal auch wieder. Ich habe mir jedes Mal gedacht, okay, das dauert 2 Stunden. Und dann habe ich schon großzügig gerechnet und dann waren es 4. Es ist immer, du unterschätzt so krass, wie lange manche Sachen dauern. Ich denke dann so, ja, und dann baue ich das Bett in 1 Stunde auf. 2 Stunden hat es gedauert. Ja, immer die Schrauben da rein und das dauert so lang. Der Grün. Gibt es einen Trick für männliche und weibliche Relikanz? Nein. Die Chance ist halt gering. Ist nicht 50-50, oder? War die Relikant 50-50? Nee, ne?
Ja genau, man denkt sich so, ja, und dann packe ich einfach meine ganzen Klamotten da rein, dauert 2 Stunden, boom. Ein Tag. Und dann putze ich die Küche, dauert maximal 1 Stunde, boom, 4 Stunden später. Fusion 124 und 133 ist Rosana und süß, es ist ein Evoli. Es ist einfach jedes Tier nur mit Haaren und Knutschmund. Eine neue Evolution. Evolution Gift. Relikant ist 87,5% männlich. Ach, wieder grün, ey. Dreimal hintereinander grün. Jetzt kommt dreimal hintereinander rot. Warum hast du so viele Männchen? Ja. Relikant ist nicht 50-50. Schambolzen. Wir reden vom Brüten. Ich wiederhole das nicht, was Marco sagt. Die Leute glauben das sonst. Heute war wieder der Klempner da. Er hat alles gefixt. In meinen Augen hat er gar nichts gefixt. Ich habe dann vehement versucht, ihm zu erklären, dass das so nicht funktioniert, wie logisch es ist. Aber er sagt, doch, das ist so. Und ist gegangen. Jetzt, wenn wir warmes Wasser anmachen, ist immer die Heizung an. Jetzt, wenn wir die Heizung anmachen, ist immer warmes Wasser an. Warmes Wasser und Heizung sind das gleiche Ding. Das ist so dumm. Inzwischen ist es zu wichtig, dass ich die fange. Ich kann nicht riskieren, es zu killen. Lila.
grün. War das jetzt viermal hintereinander grün? Nee, es war ein hellblaues dazwischen. Also beim Heizen jetzt schnell unter die Dusche und warm Wasser mitnehmen? Nein, 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 nein. Ein Knopf macht alles an. Diese Wohnung unterscheidet nicht zwischen Heizung und warmem Wasser. Wenn ich eins von beiden haben möchte, geht das andere immer mit an. Also wenn ich will, dass der Boiler sich aufwärmt, um eine heiße Dusche zu haben, dann werden alle Heizungen warm. Es hat sich selbst umgebracht. Aber besser als gar keine Heizung mehr. Ich muss es nur noch gescheit verstehen, mir einen Plan machen, wie man das dann einstellt, dass es irgendwie Sinn ergibt und nicht zu viel. Und nicht zu viel. Zu viel Scheiße produziert. Es ist definitiv sparsamer und umweltschonender als das, was wir in der alten Wohnung hatten, was einfach nur Strom war. Einfach nur alles war Stromheizer. Jetzt ist wenigstens Gas. Und das Gas hält den Boiler jetzt immer auf 60 Grad. Aber wenn ich... Also ja, entweder ist die ganze Zeit quasi alles an, was ja in den meisten Häusern ehrlich gesagt auch so ist. In den meisten Häusern ist ein Boiler. Und der wird die ganze Zeit auf eine konstante Temperatur gehalten. Und wenn man warmes Wasser braucht, dann ist es da, weil es immer der Boiler immer auf 60 Grad gehalten wird. Ich hätte es noch schöner gefunden, wenn ich das zeitlich steuern könnte. Also wenn ich sage, okay, in der Nacht brauche ich das Ding nicht heizen. Aber ist dann auch wieder klar, dass es natürlich mehr braucht, es wieder hoch zu heizen und sowas. Weiß ich nicht, wie das bei Gas ist. Wäre es sparsamer, Gas auszumachen in der Nacht, wo man nichts braucht? Dann in der Früh geht's wieder an? Oder ist es nicht sparsamer, weil er dann wieder von 20 Grad auf 60 Grad hochheizen muss? Das ist ja doch die Sache, weswegen man ja auch Heizkörper immer auflassen soll, weil das von 0 auf 100 mehr Energie ist, als die ganze Zeit anzuhaben. Also vielleicht ist es auch gut so. Aber es ist trotzdem Quatsch, dass ich die Temperatur nicht einstellen kann. Ich kann nur sagen, Wasser marsch oder Wasser nicht marsch. Heißes Wasser marsch oder heißes Wasser nicht marsch? Ich kann nicht sagen, ich hätte gerne meine Wohnung auf 20 Grad. Das geht nicht. Bam, 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 bam. Das war lila. Das war lila. Das ist krass. Das eine, was ich doppelt will, ist noch nicht gekommen. Ich dachte, rot. Rot ist Standard und mein Rot ist noch nicht da. Strange. Ja, das ist quasi hier ein altes System. Wo ich weiß nicht wer, ob der neue, also ob mein Landlord das gemacht hat oder davor, keine Ahnung, aber quasi ein altes Heizsystem plus ein neues obendrauf, das Smart Home ist. Aber ich glaube, die beiden Systeme können nicht richtig kommunizieren und deswegen, ich glaube, ich benutze jetzt das alte System, aber das neue ist halt da, was jetzt nichts macht, wenn ich es einschließe, ist auch egal, es ist nicht interessant. Aber damit habe ich mich heute rumgeschlagen. Aber ich habe auch das Intro von meinem Video fertig geschnitten. Aber diese Woche kriege ich es nicht hin, das Video rauszubringen. Es ist zu viel Arbeit. Und zu viel Testungen. Aber dafür, meine Lieben, am Samstag bekommt ihr etwas, was ich normalerweise nicht mache. Aber ich muss über meinen Schatten springen. Das heißt, ich springe über meinen Schatten und wenn es nach hinten losgeht,
Dann mache ich sowas erst recht nie wieder. was bist du? Blau. Ja. Das heißt, ihr seid schuld. Ihr seid sowieso immer schuld. Wir spielen Fortnite. IRL-Stream? Nein, nein, nein. Ich habe 2 oder 3 aus Versehen gekillt, ja. Hallo D-Boss. Nein, am Samstag mache ich ein Bingo mit Domji und Snox. Er ist eigentlich die dritte Person. Ich weiß gar nicht, wer. Also ich bin mit Domji im Team. Wer ist mit Snox im Team eigentlich? Sehe ich das irgendwo hier? Hat mir bisher keiner gesagt. Also Samstag 14 Uhr machen wir ein Shiny Bingo. Und das Problem ist, weswegen ihr da sein müsst. Und wenn nicht, hasse ich euch alle. Aber es geht eigentlich gar nicht mehr. Ihr könnt anscheinend, aber ich weiß nicht wie, ich check's nicht. Ihr könnt anscheinend es uns einfacher oder schwerer machen. Das heißt, wenn ihr es mir schwerer machen wollt, oder uns, Domji und mir, dann seid ihr einfach nicht da. Dann sagt ihr einfach nichts die ganze Zeit. Grün! Du kannst mit Kanalpunkten Bingo Mons löschen, austauschen oder sonstiges. Davon weiß ich nichts. Dafür müsste ich ja meine Kanalpunkte einstellen. Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich nicht, ob ich das tun soll, muss, will. Ich habe eh keine gespart. Ich gewinne eh, wenn es um Shiny Hunten geht, gewinne ich eh, egal wie viel mir geholfen wird oder nicht. Hallo? Vielleicht ist diesmal anders. Dann hätten die 214k-Punkte einen Nutzen. Gibt's hier überhaupt Rot? Ist auf deinem Kanal oder wo? Ist auf aller Kanäle. Also ja. Ich sag auf dem Discord nochmal Bescheid, mit Link und allem. Morgen. Oh ja, Samstag um 14 Uhr seid ihr gefälligst hier. Egal was ist, Hochzeit, Beerdigung, mir kackegal, ihr seid hier. Und ihr müsst mir noch nicht mal helfen, aber ihr schaut zu, wie ich und Domji einfach Shiny Bingo fertig machen. Rot gibt's nur in Sonne. Ich wusste es. Samstag 14 Uhr. Samstag 14 Uhr, Hochzeit wird abgesagt. Besser ist es. Ich kann ja nicht, die Kinder haben Altstadtlauf. Sollen sie halt durch die Neustadt laufen, geht bestimmt schneller. Lass sie alleine laufen. Als ob Kinder nicht allein, die wollen nichts anderes machen, als die ganze Zeit alleine laufen. Lass sie doch mal, Helikopter Mariko. Lass doch mal deine Kinder alleine laufen. Plural. Lass sie frei, Kinder müssen auch mal. Helikopter, Helikopter. Kannst du aufhören, blau zu sein? Lass meine Zweijährige alleine durch die Stadt. Sehr gut. That's the spirit. Mehr verlange ich doch gar nicht. Genau, sei doch froh, wenn sie einfach mal weg sind. Sturmfrei. Äh, 124 und 239. Das klingt so hoch. Das klingt ja nach einem Despotar. Rot.
Du bist nicht rot. 124, Rosana und 239. Was nicht das Brutal ist, aber irgendwas. Helikit. Das ist vor allem cool, weil es. Das Muster auf dem Bauch und so. Ich habe gesagt, es wäre zu einfach, ja, ne? Alle kamen super gut und das Rote kommt und kommt nicht. Elekus? Ne, Kusilla ist nicht Rosana. Aber ja, es ist Elekus, weil es ist ein Baby trotzdem. Vielleicht. Mr. Devos, Sie haben lange nicht mehr Call gemacht. Haben Sie aufgegeben? Es ist zu schwer. Warum alles nur blau? Vielleicht will ich doch nicht zwei rote. Hat es jemand mal getestet mit dem Brüten? Da kommt immer nur die Farbe bei rum. Oder sie lassen sich gar nicht brüten. Das kann auch sein, dass sich Metheno einfach gar nicht brüten lässt, oder? Ich höre immer einen Pummel, dann wechselst du die Mons kurz vorher, dass ich nie recht habe. Was ist das? Hast du meinen Shiny gesehen, was ich gestern noch bekommen habe? Nee, was? Sag es mir. Ich glaube, ich habe es auf jeden Fall schon mal öfter gehört. Mirror. Irgendwas Wässriges. Ein Funpie? So klingt doch kein... Achso, Funpie. Ich dachte gerade, Mann, auf jeden Mirror. Klingt neuer, ja. Du hast ein Shiny für Nonto gefunden. Sehr, sehr gut. Brüten wäre lustig, wenn sie explodieren, genauso. In dem Moment ist es einfach eine Explosion, die aus dem Ei rauskommt. Kupfanti? Glaube ich nicht. Der kleine Eisdino? Amarino? Was ist das? Ich weiß es nicht. Das ist die Frage. Eisdino von Gen 9. Also, nee, der hört sich nicht so an. Frospino. Kryospino und Espinodon. Ujira. Komm, nächstes Jahr auf Summer Breeze. Ich quäl das Ding bitte nicht länger. Das klingt schon so ein bisschen, als würde man es einfach so auswringen. Wenn ich es nicht mehr quälen soll, dann musst du jetzt sagen, was es ist. Fußhupe. Bleibst bei Funpy. Okay, es ist ein Kapfu. Ist sogar shiny, glaube ich. das ist ein sogenanntes Dakuma. Kennst du nicht mal? Dakuma kennst du nicht? Das ist so süß. Das ist ein legendäres Pokémon. Kapfu. Shiny Kapfu. Hätte ich nie erraten. Es ist auch jetzt nicht das häufigste Mon, das man fängt sehr oft und sowieso nicht die erste Entwicklung, ja. Hallo Flash, kannst du als Pokémon-Profi, bin ich nicht, ein paar Tipps geben, woran man eine gut gemachte Fälschung von einem Original-Pokémon Blattgrün erkennen kann?
Du googelst nach Bildern, wie ein echtes Blattgrün aussieht, und dann guckst du dein Blattgrün an und entscheidest, ob das genauso aussieht. Ganz einfach. Wenn die Cartridge rot ist, dann ist es nicht richtig. Nee, das ist echt so. Du musst einfach gucken, wie ein echtes aussieht und vergleichen. Das sind minimale Sachen wie... Also wenn es gut ist, sind es minimale Sachen. Wenn es schlecht ist, erkennst du es sofort. Wenn du es aufschraubst, dann... Das ganze Board sieht anders aus. Auch wenn Nintendo und sowas draufsteht, aber das Board an sich, wie die Pins angeordnet sind und sowas, das ist alles anders. Bei DS-Spielen kannst du sie zum Beispiel ins Licht halten und zu gucken, wie es aussieht, wie die Farbe ist und so weiter. Aber du guckst einfach online, wie es aussehen soll, und dann guckst du, ob deins so aussieht. Einfach nachfragen, ob die original ist. Wenn er ja sagt, ist es 50-50. Und 50-50 sind gute Chancen. In unserem Pokémon-Business. Ich finde das sehr unangenehm, dass das eine, was mir übrig bleibt, ich jetzt noch zweimal brauche. Aber da noch kein einziges rotes da war, auch nicht die, die mir gestorben sind, kommen jetzt sicher zwei hintereinander. Das ist nämlich auch Statistik. Wir machen heute nur so Dinge. Ich muss dann noch einen Pichu finden. Und dann noch Gastella, Corazon. Ob Shiny ist oder nicht, ist auch 50-50. Ja. Ja, nein. Hab Angst, mir eins auf dem Flohmarkt zu kaufen, da Blattgrün nun mal ja auch etwas teurer ist. Einfach mal den Verkäufer fragen, ob man das Ding aufschrauben kann. Ja, musst du. Klar, der muss das erlauben, das aufschrauben zu dürfen. Wenn der das nicht erlaubt, dass du es aufschraubst, dann kannst du gleich sagen, ja, dann ist es fake. Du bist... Kaka, Meteno. Der Kapfu klingt ein bisschen zu süß, oder? Mäber. Klingt echt wie so ein Hunde. Vielleicht ist es Absicht, so ein Hundespielzeug. Ist das nicht Kravaloro? Nein. Hallo JJ. Ich hatte letztens Hardcore gestartet und nach 10 Soft Resets hatte ich einen Shiny Kanimani Starter. Genau das, was ich haben wollte. Ich glaube, dir kein Wort. Wer will dir denn sowas glauben? Pick or didn't happen. Mehr als dir ein Foto davon zeigen kann ich nicht. Das stimmt, aber das hast du nicht getan. Unverschämt. Und ich kann auch Photoshop, ja? Ich kann auch Photoshop. Wenn ich Photoshop kann, dann kannst du auch Photoshop. Bisschen hier Cyan rein, bisschen hier Blau rein in Kanimani und schon ist es shiny. Mist, Cheater. Ah, heute sind wir gut drauf. Jawoll. Get wrecked. Selbst AI kann Photoshop, eben, sagt einfach Kanimani Screenshot in Shiny. Und das fällt noch nicht mal auf, wenn Kanimani 8 Finger hat. Wer weiß schon, wie viel Finger Kanimani hat? Shiny hat mehr Finger.
Sagt der, der im Origin Dex bei den Shinies nie die Aufnahme anhatte. Richtig. Ich bin doch nur am Projecten. Ich projiziere meine Angst, meine Schandtaten, meine schlechten Taten projiziere ich doch nur hier und anderen. Nichts anderes ist dieser Stream. Hallo, jetzt kommt gar keins mehr. Ich habe sie ausgerottet. Hallo, Cynthia. Habe ich Shiny Pygrollon schon? Habe ich Shiny Pygrollon? Ich glaube nicht. Da, Pick. Okay, Mr. Devos hat einen Beweis geschickt für ein Shiny Kanimani. Das kann ja jeder machen, den Screenshot. Ich hoffe, deinen Nebenhöhlen geht's bald besser. Ich bin sehr glücklich, dass du lieber mich guckst als Papa Platte. Aber du solltest jetzt rüber auf Papa Platte wechseln, weil Mr. Devos. Warum kommst du mit so einem Bild jetzt? Steh doch dazu, dass du kein Bild brauchst. Du brauchst doch kein Bild. Papa Bär Latte. Das ist Vitamin D3 und K2 in die Nase rein? Wer schiebt sich Vitamine in die Nase rein? Die kommen in den Mund oder in den Popo. JJ, du bist ein Nidoran weiblich. Ja, nein, das sind so Tropfen. In den Popo? Tropfen? Da muss man sprühen. Ist doch voll unbequem, wenn du die reintropfen musst. Jedes Mal so. Haiya. Das tröpfelt man sich ins Wasser oder auf die Zunge. Alles Hexenwerk. Das war bestimmt rot. Hallo Drarot. Sprühen, da muss man stecken. Auf die Schleimhäute in Haselnuss, großer Rarot, du bist ein Salasasansam. Sanaconda, Salalanda, Sambalandanda. Erst auf die Zunge und mit der Zunge dann in den Po? Ja. Endlich eine Vorgehensweise, die wir alle verstehen und nachvollziehen können. I say what in my butt? I say what in my butt? Salanga. Habe ich doch gesagt. Irgendwo, wenn du die Leerzeichen rausnimmst aus allem, was ich gesagt habe, habe ich Salanga gesagt. Das ist jetzt ein rotes. Mein Emulator kann kein Rot. Es ist blau. Warte, jetzt ernsthaft. Ich gucke jetzt einmal kurz auf die Website, auf Wiki. Steht da irgendwie, außer Rot, das findet ihr nur im Süden. Im Süden sind Meteno ja nur zu 10%. Vielleicht ist es voll also. Sind schon alle hier? Mensch, du hättest jetzt dafür sorgen können, dass ich zu einem 10% Meteno hingehe. Vielleicht kommen sie nur nachts.
Rot nur im Original. Das ist Original. Nur halt schöner. Ich soll alle anderen Farben wegfangen, bis sie nur noch rote da sind. Ja. Hügraulon. Hügraulon, bitte. Nimm dir einen Strick. Hügraulon. Einen dicken, dicken Strick. Und geh zu einem Baum. Schmeiß den Strick um den Baum. Und bau dir eine Schaukel, damit du nicht mehr hier im Kackgras rumchillen musst. Spiel ein bisschen, genieß deine Kindheit, bevor du zu einem fetten Alien wirst. Summer? Was denn? Was war denn jetzt so gemein? Ich wollte den Spruch schon ewig zu irgendeinem Zuschauer sagen, aber ich habe mich nie getraut. Also muss Pygraulon dran glauben. Summer? Miteno fange ich, seit der Stream angefangen hat. Also seit einer Stunde. Lass es 50 Minuten sein, weil ich am Anfang noch eine Attacke finden musste, mit der ich überhaupt angreifen kann. Die kamen alle recht hintereinander, alle. Nur das Rote kommt jetzt seit einer halben Stunde nicht. Also dürfen wir nicht schaukeln. Weil ihr vielleicht schon nach dem ersten Satz ausmacht und mich bei Twitch meldet und mir nicht zuhört. Das ist Mobbing an Pygraulon? Ja. Mobbing ist nur gute Erziehung. Als ob hier jemand zuhört. Sehr gut. Was ist mit dem? Sag das mal denen, die wirklich gemobbt werden. So wie ich in der Schule. Meinst du denen? Bam, 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 bam. Hey! Mobbing hat uns zu dem gemacht, was wir sind. Stell dir mal vor, wir hätten kein Windows, wenn Bill Gates nicht gemobbt worden wäre. Wahrscheinlich hätten wir auch kein PayPal, kein Tesla. Wobei doch, wir hätten all die Sachen nur ohne Elon Musk. Denn nichts davon hat Elon Musk selber gegründet. Die Elon Musk gemobbt haben, die haben was Böses getan. Die haben was Schlechtes getan. Jetzt wird's rot. Dein Wort in Metenos Augenhöhlen. Ich wurde früher wirklich massiv gemobbt. Heute kann sogar ich drüber lachen, also ruhig weitermachen. Also, passt schon. Schmerz ist nur eine Emotion und eine Emotion kann man unterdrücken und vergessen. Hm.
Rot. Sind wir uns sicher, dass Rot existiert? Schon krass. Wenn Rot dabei war, dann wären das wirklich die drei, die ich umgebracht habe, aus Versehen. Also, weil Psychokinese einfach einen Volltreffer gemacht hat. Ich muss einfach nur zuerst mobben. Yep. Ich muss einfach nur immer sagen, zweimal mehr wie du. Also wenn er sagt, du Vollidiot, dann musst du sagen, immer zweimal mehr wie... Moment. Blau. Rot kam erst im Capo-DLC. Jetzt kommen wenigstens die Methenos wieder. Manche, die einfach nicht in den gelben Bereich gehen. Das sind die schlimmsten Methenos, die sich einen Strick nehmen. Geil wäre, wenn hier die ganze Zeit rote sind und ich sehe es nicht genau. Oh, es ist rot! Oh mein Gott! Und es hat nur gelber Bereich. Weil es sich gerade selbst wehgetan hat. Und ich, Idiot, will 2. Ah. Ich zieh's durch mit 2. Wie gesagt, es kam jetzt so lang kein Rot, jetzt kommen viele Rot. Ist Pink, kannst du töten. Ja. Wenn ich jetzt meinen Methino rausschmeiße, dann habe ich 2 rote Methinos. So, das nächste Methino ist rot. Das ist rot. Ich habe es gehört. Letzte Psychokinese, mehr brauche ich auch nicht. Denn das ist rot. Ah, schau. Man muss nur gemein sein. Wobei, ich war zu Pygraulon gemein. Metheno, sehr gut. Dann gehen wir jetzt zum nächsten kleinen Drecksack. Pichu. Ich kann Farben hören, genau. Oh shit, er wird pissig. Oh shit, ich muss rot werden. Hat so saulang die Luft angehalten. Richtig gedrückt. In Wirklichkeit ist es einfach lila. Lasst uns ordnen. Rot, rot. Wie ist die Ordnung überhaupt? Dun 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 dun. So. Butter. Was ist die richtige? Grün, blau, blau, lila. Halt, rot. Rot.
Wunderschön. Wunderschön. Alle sind männlich, oder? Alle sind wunderschön. Neutral und Leo und Pokéball und ja. Okay, Pichu. Will mir jemand kurz helfen, in welchem Grasbüschel das zu finden ist? Ich weiß Route 1, aber da gibt's so viel. Jetzt das Schwarze suchen? Niemals. Die rufen gar keine SOS. Die rufen gar keine Quereinsteiger. Das heißt, Metheno ist eher schwer tatsächlich in dem Spiel sich zu holen. In Shinikus. So, Route 1. Da bin ich. I am him. Also kann man Metheno brüten? Ich glaube, hier gibt es kein Pichu. Hier schon? Hier müsste passen. Ich dachte, es gibt eine Route. Was ist denn dann? Ach, dann ist die Route, die nach links geht, die schlechte. Ich glaube, mein Parasect ist schnell genug, oder? Wir können das nehmen. Ah nee, aber ich muss... Oder was suche ich? Pichu. Männlich. Ich brauche meinen Fluffeluff. Kannst auch die Farbe brüten. Ja, ja, genau. Das habe ich mir gedacht, dass nur die Farbe rauskommt, die man brütet. Um soll es sogar egal sein. Ich brauche aber trotzdem Männchen. Ich gucke jetzt trotzdem, weil ich glaube dir kein Wort. Pichu. Auf PokéWiki sind diese Bilder mit Nummern, dass man weiß, was was ist, aber steht nichts bei den Nummern. Und jetzt bin ich falsch gegangen. Das war der Anfang. Da gibt's eben keinen Pichu. Oder drüben. Küstenweg, südlich von Lilly, überall. Weißt du, wie lange Leute nach diesem Pichu suchen? Quereinsteiger Pikachu. Ich hab Angst. Kann sich Pichu umbringen irgendwie selbst? Nee, oder? Was sollte es denn können? Risikotackle, das kann das doch alles gar nicht. Es ist Level 2. Ja, ja. Okay. Dann zitter nicht so. Zitter nicht. Das ging ein bisschen zu schnell. Wo ist das? Hier? Nee. Hier? Nee. Hier. Nee. Wo ist das?
Da. Ach, das ist bei so Kampf-Items. Ich habe gestern ewig nach dem Pidgeot gesucht. Eben. Keine Hilfe. Kann es nach Hilfe rufen, wenn es schläft? Nein. Das heißt... Aber ich kann unendlich lang Trugschlag machen, gell? Das ging schon. Ich kann auch die ganze Zeit Pokémon wechseln, so ist es jetzt nicht. Es dauert halt länger. Ah ne, der Trick ist, die ganze Zeit Zitterop zu machen. Das war der Trick. Komm, ruf dein Pikachu. Ruf die Mama. Ne, den Papa, Moment. Das ist ja jetzt doppelt blöd. Warte mal. Fuck. Okay, nee, wir müssen Fluffeluff im Team haben. Das haben wir doch gestern gelernt. Wir müssen jetzt Fluffeluff im Team haben, damit der Quereinsteiger, der kommt, männlich ist. Charmbolzen wirkt nur, wenn das Pokémon während dem Quereinstieg im Kampf ist. Aber es orientiert sich am Geschlecht von dem ersten Pokémon. Und das erste Pokémon ist hoffentlich Fluffeluff. Nein, jetzt lass mich doch Pokémon wechseln. Nein. Ich muss, glaube ich, zuerst wechseln. Aber Fluffeluff kriegt den nicht umgebracht. Das ist jetzt voll blöd. Vielleicht fange ich das Pichu einfach. Freundschaft ist doch nicht so schlimm. Ich nehme einfach Pichu mit in den Necrozma-Fight und danach liebt es mich. Wobei ein Pfund von Fluffeluff auf Level 20 kann doch reichen. Ruf den Papa. Ruf den Papa. Das ist kein Papa, das ist Brasser. Brasser. Ew. Ich habe keine Sanftglocke. Und ich will es jetzt und nicht später. Wenn ich mein Raichu will, dann jetzt. Sister? Ja, warum Sister? Warum ist mein Pfund jetzt so schlecht? Nur wegen einem Level mehr? Oder wird hier Heuler gemacht? Macht Charme. Achso. Was ist denn das? Aber es ist männlich. Vielleicht wird's. Wir müssen gleich ganz viel Quereinsteiger-Sachen machen. Wegen Corsola. Corsola? Das ist Englisch. Corazon. Goldini S-Wand ist toll, macht gerade die ganze Zeit Rudenschlag und Superschall. Meins ruft die ganze Zeit seine Step-Sister. Hey, Sister, go, Sister. Let me hear my flow, Sister. Nee, was? Wie ist der Text? Let me hear your flow? Nee, das kann nicht sein. Let me get my flow. Nee. Call the Papa. Call your Papa.
Call your daddy. Don't call me daddy. Call your dad. Niemand ist da für dich. Ewig wird das Pigeon nicht leben. Ah, ja. Reiche Ernte. Keine Ahnung. Daddy, chill. Daddy, komm. Aber weißt du, was ewig leben wird? Das andere Pichu. Ich glaube, ein bisschen wird das Pichu noch überleben. Ah ja, du kannst einfach das andere Pichu umbringen. Nicht umbringen und dann hat's wieder AP. Hallo, Happy. Noch einmal anfangen, ich hab keinen Bock. Pikachu. Okay, eins muss noch kommen, dann habe ich keinen Bock mehr. Zitter nicht. Okay, wenn Bonera kommt, kann ich jetzt nicht aufgeben, weil dann kommt jetzt gleich Pikachu. Durch Regel. Daddy Pikachu. Daddy Pikachu. Okay, keine Hilfe. Zitter nicht. Daddy. Daddy, komm. Alter, ich kann nicht aufgeben, wenn Bonera kommt. Das geht nicht. Das heißt doch, dass jetzt kommen ein paar Boneras und dann kommt Pikachu. Vielleicht hat es kein Daddy mehr. Ach doch. Daddy cool. Anscheinend noch keine Geschwister, nur noch das Kindermädchen, die Nanny. Die selber noch minderjährig ist. Daddy Pikachu. Okay. Jetzt ist es soweit. Jetzt müssen wir töten. Jetzt fange ich's. Oh, das andere. Werkzeug. Und fort. Nein! Wie macht man das jetzt eigentlich? Hallo? Wie mache ich das jetzt? Ich muss es einfach in einer Runde killen, oder? Einschläfern. Vielleicht so brutal. Was meinst du, zum zweiten Playthrough besorgen wir uns das Level 9 Brutalanda? Zum zweiten Playthrough? Das bedeutet, du willst Brutalanda spielen dann im zweiten Playthrough. Das kannst du machen, ich mach das nicht. Mein Brutalanda muss Level 9 bleiben. Das verliert doch komplett den Sinn seiner Existenz.
Der einzige Grund, warum das Brutalandes existiert, ist, um für immer auf Level 9 zu bleiben. Es ist ein Kind im Körper eines Erwachsenen. Habt ihr Interview mit einem Vampir gesehen? So ist das. Brutalande. Warum willst du das Level 9 Brutalander fangen und dann damit... Warum hörst du nicht auf? Hör auf, meine... Nein! Okay. Wenn es jetzt Pikachu wäre. Okay, du gehörst jetzt mir, kommst ins Team. Ich kann mal gucken, ob ich eine Sanftglocke habe, aber ich glaube nicht. Gucken wir mal, wo es die Sanftglocke gibt. Route 3? Dann habe ich es doch, oder? Von einem Pokémon-Züchter östlich der Brücke. Okay, Route 3 östlich der Brücke von einem Pokémon-Züchter. Vielleicht habe ich es echt nicht. Bin ja durchgerannt. Kannst du mit Bären füttern? Ja, mal gucken. Ich guck mal, was ich für Bären habe. Ich glaube, ich habe die echt nicht aufgesammelt. Der Donnerstein. Ich habe das nicht. Erhöhen Bären nicht wieder nur die Zuneigung? Was? Nee, Bären erhöhen. Das, was ich brauche. Außer, das ist jetzt hier in Gen 7 wieder alles anders. Da. Du. Wow. Ein PNG. Wusstest du, dass man auch einen Pikachu zu Raichu entwickeln kann in dem Spiel? Mit ewig wie? Was? Wie? Was? Nee, wie? Der hat mir nichts gegeben! Andere Seite? In Wurmlöchern? Ah, weil das nicht als Alola gilt. Das ist cool. Ich hab gegen die Loser hier nicht gekämpft. Ich versuche. Der dreht sich in die andere Richtung, ich weiß es. Yep. Aber hier ist keine... Hier ist keine andere Brücke. Von einem Pokémon-Züchter östlich der Brücke. Da war ich doch. Hat er sie mir gegeben, oder wenn ich es gemerkt habe? Leicht zugesteckt. Wie sortiert man das hier? Wie sortiert man? Ich habe keine. Neben der Brücke gab es rechts noch einen Weg mit einer Brücke. Mal gucken. Der sieht was? Der sieht mich nie. Halt, das ist ein Item. Die Sanftglocke.
Ach so, wirklich östlich. Also so richtig östlich. Ich dachte einfach, er da. Gut. 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 Wir können aber trotzdem. Ich kreuze es mal ab. Wie? Ich muss es hier wirklich entwickeln, ne? Ich muss es wirklich hier entwickeln. Dann hake ich es noch nicht ab. Dann kommt jetzt die Corazon-Sache und ich habe immer noch kein zweites Krabox gefunden. Fuck. Garstella. Das wird interessant. Das heißt, ich muss wieder mit Fluffeluff machen. Das ist ein Problem wegen Fluffeluff. Ich kann mal gucken, ob ich Fluffeluff bessere Attacken beibringen kann. Oder wir machen auch Fluffeluff zu Pummeluff, trainieren es kurz, damit es länger gegen Garstella aushält. Also gegen Corazon. Weil ich muss Corazons killen mit Fluffeluff. Es schafft nicht mal ein Vulcano. Okay. Die Bonussachen sind nur, dass ich die Herrscher-Pokémon alle sammeln natürlich, ist aber ja nicht schwer. Ich habe jetzt schon 60 Sticker, ohne danach gesucht zu haben. Und alle Z-Kristalle. Oh, es wackelt. Aber es hat nicht gewackelt, als ich weiter weg war. Das heißt, ich sehe gar nicht. Ich dachte, die wackeln von weiter weg. Okay, gut, Gott sei Dank. Okay. Zum Glück bin ich hingegangen. Mehr weiß ich noch nicht. Z-Kristalle und alle. Alle Z-Kristalle und alle Herrscher, ja. Siehst du erst, wenn du dran gehst? Das ist ja voll kacke. Also, jetzt habe ich's, aber. Ich habe gestern, habe ich doch irgendwie eine halbe Stunde gesucht. Bin die ganze Zeit rumgerannt. Und hab die nicht gecheckt, sondern ich bin nur hingerannt, um zu gucken, ob es wackelt. Und dann bin ich direkt weiter. So. Ich kann dich aber erst entwickeln, wenn wir die Story weitergemacht haben. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Fluffeluff trainieren. Kurz. Kann nicht so lange dauern. Fluffeluff. Wie stark sind denn die Corazons? Angeln, globale Stelle, 35%, 22. Level 22. Wo überhaupt? Mehr von Milimili. Ich trainiere kurz ein bisschen und gebe TMs. Dafür müssen wir leider in die Dunkelheit. Ja,
gestern kurz gedacht, hey, trainiere ich vielleicht in Wurmlöchern, aber ich kann nicht. Sobald man einmal das weiße Wurmloch gefunden hat, gibt es die Sequenz nicht mehr und man muss einfach weiter. Also man ist direkt in der anderen Welt. Ja, sonst könnte man ja da vielleicht trainieren. Wobei es dauert wahrscheinlich auch zu lang, dass es sich lohnt. Habe ich den Necrozma-Kampf schon verpasst? Nein. Wenn ich jetzt schnell mal eben Gastella finde, probiere ich es nochmal. Alle meine Pokémon sind jetzt über 60. Jetzt habe ich zumindest das gleiche Level wie Necrozma, aber ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Und dann mache ich wahrscheinlich Toxin und Schwarzgurt. Ich muss aber den... Was war es? Schwarzgurt oder der andere? Fokusgurt. Wo ist überhaupt der Fokusgurt? Viele haben das mit Toxin gemacht. Ja, ist ja halt langweilig. Wildnis von Pony. Oh oh. Da wo ich gerade bin? Da wo ich gerade bin, ist der Schwarzgurt? Fokusgurt, Mann. Von Tänzerin Alissa nach einem Sieg über sie. Das war die da oben wahrscheinlich. Gehen wir schnell hin. Flinkklaue geht auch. Flinkklaue ist aber nicht 100%. Also Flinkklaue wirkt nur manchmal. Das heißt, es kann sein, dass ich 10-mal neu starte, bevor ich einmal zuerst angreifen kann. Was? Ich meine, es ist logisch. Geil. Moment mal, ich habe dich so scheiße behandelt. Du bist nur draufgegangen. Und 2 Level-Ups später. Wie? Durch Schritte? Warum mag es mich? Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, Leute. Es macht keinen Sinn. 32 Tode. Nie einen Kampf wirklich gewonnen. Außer gerade die ganzen Pichus. Und es liebt mich. Es kann nicht sein, dass Pichu SOS so viel ausgemacht hat gerade. Aber ich glaube, in Verbindung mit den Schritten, die man geht. Aber es ist... Der Witz ist, dass es dauernd draufgegangen ist. Habe ich einen Mondstein? Es liebt den Schmerz, genau. Behält es Schambolzen? Ja. Mal kurz hoch zur Tänzerin. Ich glaube, das war die da. Vielleicht habe ich den auch schon. Mondstein. Mondstein, Sieg und Flieg. Hallo Marco. Der Himmel sieht cool aus, habe ich so noch nie gesehen. Hast du immer direkt eine Crossmar einfach First Try besiegt, ohne trainieren zu müssen? Der Himmel nur auf der Insel zum Glück ist komplett... Haben wir es gerade gesehen? Da ist oben dieses lilane Warp-Loch. Kennst Sailor Moon? Natürlich kenne ich Bunny und ihre Freunde. Ich habe nicht... Flinkklaue habe ich. Oh ne, ich habe nicht den Fokusgurt. Wer ist die Tänzerin? Wieder? Ich sehe halt nichts. Ich liebe diesen Anime. Ich nicht. Aber ich kenne ihn, so wie jeder Mensch auf der Welt.
Welche Tänzerin? Das waren doch hier nur so Veteranen. Oder Ass. Osse. Ach, du vielleicht. Ja. Wieso hat's Fluffeluff Bock gehabt, sich zu entwickeln? Dieses Tier muss mich hassen. Das war gerade das erste Mal mit Peach, dass es ein paar besiegen durfte. Und jetzt ist es so glücklich. Aber nee, das schaffst du nicht. Das Zauberwort und du hast die Macht. Bitte, was? Ach, das hat. Ja, okay, es hat einen Fokusgurt. Damit es sich endlich gegen deine Tyrannei wehren kann. Genau, wir dürfen nicht schlafen gehen. Wir wachen auf ein letztes Mal mit Pixies Fäusten um unseren Hals. Du kannst es tun. Oh, ich kann es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ja, das sind viele XP, du. Jawoll. Okay, dann nicht so viel. Noch ein Koriogel. 4 Stück. Das hat 4 verschiedene. Jetzt sehe ich mal das Blaue zum ersten Mal hier. Komm, die haben jetzt aber nicht. Haben die alle einen Fokusgurt? Hat die 4 Fokusgürtel? Oh, du nervige Dame. XP. Jetzt, das Blau ist das letzte, sage ich. Ich glaube, es ist so Level. Verfügbarkeit geht sie durch. Kein Wunder, dass sie mir einen Fokusgurt gibt. Sie hat einfach 4 Stück. Die 4 sind jetzt aufgebraucht. Ja, glaubst du, die explodieren? Ich meine, die hat trotzdem 4 Stück in ihrem Beutel, oder? Wenigstens eine Herausforderung. Ich weiß nicht, wie es in Gen 7 ist, aber ich glaube, das bleibt nur einmalig. Wie? Nee, der Fokusgurt löst sich nicht auf. Also natürlich einmal pro Kampf, aber das Item löscht sich nicht. Das Item löscht sich doch nicht einfach. Ich würde sagen, Knuddeluff ist jetzt. Hält jetzt, weil wir schauen noch TMs an. Knuddeluff. Lernt Knuddeluff alle TMs, so wie Pixie? Nein. Aus lernt Toxin. Gyroball.
Psychokinese lernst du. Nehme ich. Das Item verschwindet bei Gebrauch. Ja, im Kampf. Ich rede davon, es löscht sich nicht aus deinem Beutel raus. Kraftschub, Durchbruch. Ist Corazon Stein oder nur Wasser? 15 AP. Zauberschein. Bin mir nicht sicher, ich benutze solche Items nur im Competitive. Dafür bin ich mir sicher. Der Focus Code ist viel zu besonders, als dass er einfach nur Bären verschwinden. Es gibt, glaube ich, kein Item, das du zum Tragen geben kannst, das einfach weg ist danach. Es ist immer nur die Bären, die halt aufgegessen werden. Es kann sogar Flammenwurf. Nein! So. Okay, das ist jetzt, glaube ich, stark genug, um ein paar Corazons zu killen. Nochmal Doppelcheck. Hat es noch Schambolzen? Ja. Okay. Dann holen wir jetzt das schwere, seltene Garstella. Also laut Google verschwindet es. Wir werden das sehen. Das verschwindet bei Gebrauch, zählt nur für den Kampf, exakt. Es ist halt, man kann es halt auf beide Arten lesen, aber es ist ein Item, das nicht verschwindet. Es ist in deinem Beutel drin. Mele, 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 ist das mele, mele? Mehr von mele, mele, mele. Also kann ich einfach... Wo am besten? Kann ich auch surfen und dann gibt's die einfach irgendwo auf dem Wasser? Let's try 35% Corazon. Herrlu. Mal gucken, ob sich irgendwas in der Nacht ändert. Nein. Ah ne, how holy. Wo bin ich gerade? Mehr von Mele Mele. Auf Corazon steht blubbernde Stelle, how holy city.
Okay, ich muss woanders hin. Hier ist es nur 20%. Okay. How holy city. You are the most devious man of New York City. Ist das How holy city? In Coruscant. ETM. Dass ich alles nicht eingesammelt habe, weil ich in dieser ersten Insel so durchgerannt bin. Dudi, du bist ein Elevoltec. Hier? Wie soll ich denn in How holy city angeln? Kleiner Strand. Aber das ist nicht mehr Holy City. Okay, doch. Holy City, Holy City. Achso, okay, das zählt immer noch als Holy City. Ich fliege gerade zur gleichen Stelle, wo ich gerade stehe. Das ist es jetzt das noch? Ja, Holy City Strandpromenade, mehr von Mili Mili. Blubbernde Stelle, How Holy City. Nee, also. Aber da steht Strandpromenade. Da sind überall keine Dinger. Ich check nicht, welche jetzt zu was gehören. Die Stelle leuchtet rot. Wo ich gerade bin. Also die da. Problem ist nur, wie soll ich die resetten? Am Strand ist keine Stelle, ne. Ich sehe es auch auf der Karte, das sind kleine Flecken. Oh, okay, da leuchtet was. Blubbert was? Sehr gut. Ist schon im Hafen geguckt.
Nee, weil in der Liste steht Haoli City und nicht Haoli Hafen. Mein Google ist eh wieder abgestürzt, ey. Es gibt Haoli Stadtrand, es gibt nichts und es gibt Haoli City. Und ja, am Hafen war ich auch gerade, da war nichts. Das Nervige ist nur, ich weiß nicht jetzt, wie ich das resetten soll hier. Oder ist jetzt das andere vielleicht da? Das andere ist tatsächlich jetzt aktiv, okay. Ey, wir können das gerne gleich testen mit dem Fokusgurt, aber ich würde so viel darauf verwetten, dass mein Fokusgurt immer noch da ist. Wenn ich getroffen werde. Das würde nämlich bedeuten, dass jedes Mal, wenn ich einen Fokusgurt haben will, habe ich Pech gehabt. Weil man kriegt nur noch Fokusgurte, wenn man in diese Arena geht. Und das ist zu krass, das haben die nicht gemacht. Fokusgurt verschwindet im Kampf, aber nicht aus dem Beutel. Aber wir können es gleich testen. Wenn ich bei Necrozma bin, dann wird es passieren. Das heute noch? Ja. Wobei, dann muss ich ja die Story weiterspielen, gell? Hm. Du hast auch in Erinnerung, dass es verschwindet. Dann will ich es jetzt langsam nicht mehr testen. Ich weiß nicht, wie ich die Stellen jetzt resetten soll. Ich habe hier nichts, wo ich reingehen kann. Kann meinen Speicherstand neu laden. Ja, ich könnte neu, aber vielleicht ist jetzt wieder eins da. Nicht ewig. Nicht so ewig. Route verlassen sollte helfen. Das ist mir schon klar, aber weißt du, wie weit weg das ist? Die Route zu verlassen? Oder meinst du nur rüber an den Strand? Ich glaube, du brauchst einen richtigen Blackscreen.
Ist es jetzt fix, dass hier ein Remoraid drin ist? Könnte das sein? Philipp, du bist ein Eichhörnchen. Dave, du bist eine heiße Chili. So meinst du? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss wirklich einen Blackscreen haben. Okay, du hast recht. Heyo! And so it begins. Hat Coruscant irgendwas, was gefährlich ist? Nicht sehr effektiv. 27, 16, Flammenwurf. Hält es? 11 Level höher. Wasser. Flammenwurf. Kein Stab. Ich hab Angst. Weil, ja, okay. Es ist jetzt sehr ärgerlich, wenn es in der Runde Gastella ruft und es weiblich ist. Reicht es im gelben Bereich oder erstmal, warum ist es so schwach? Mir ist schon klar, das ist Stein und so, aber trotzdem. Reicht es für... Ach komm, ich mach roter Bereich. Bitte nicht. Also bitte schon, aber männlich. Genesung, das nervt. Ach stimmt. Gerade eben erst gemerkt. Muss ich doch einmal Flammenwurf ausprobieren. Ich meine, ich kann ja jetzt Flammenwurf ausprobieren. Okay. Ich bin safe, glaube ich. Wie ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Corgason, dass ein Corgason wäre auch geil, dass eins kommt? Psychokinese überlebst du doch dann auch, wenn du Flammenwurf so gut überlebst. Okay, 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 okay. Oh, das ist schon sehr nervig mit Genesung, ja. Gibt's da irgendeine... Gibt's da irgendeine Methode, dass es sich nicht heilen kann? Erzwinger? Genesung ist vor allem 15 oder 25 Mal. Begrenzer? Begrenzer? Jetzt überlebt es auch noch. Aber du kannst Blubber und Blubstrahl. Ja.
Heilung schlägt fehl. Mal schauen, wie lange das jetzt hier gut läuft. Knuddeluft kann sogar bestimmt irgendwann Genesung, schätze ich mal. Ist das nicht so ein Mon? Aber Begrenzer wird es nie können. Und ich will schon Schambolzen haben. Aber was ist die Wahrscheinlichkeit für Gastella jetzt? 5%? Ich will diese Website, ich will jetzt keinen Dreisatz aufstellen. Das klang sehr kompliziert. Ruf deinen Feind. Ruf deinen Feind. Ist schon geil, dass es um Hilfe ruft und dann kommt einfach der Feind. Oh! Männchen! Männchen! Direkt Ball einfach. Finsterball? Oh mein Gott, ich dachte gerade, ich habe keine Pokebälle mehr. Warum war denn mein Finsterball ausgerüstet? Oh mein Gott. Ach ja, ich kann nicht. Ah, jetzt muss ich ja das Corazon killen. Das heißt, man muss 2 Runden machen. Schade. Soll ich... Komm, ich will das sehen. Angeblich greift Gastella jetzt Corazon an, weil die Feinde sind. Das heißt, ich rufe jetzt meinen Parasek. Und jetzt sollte er einfach Corazon killen. Gastella setzt Biss ein. Oh, Gastella beißt in die Koralle. Es wird zu einem Galar-Corazon. Geil. Sehr cool gemacht. Was ist denn jetzt der Finsterball hier ausgerüstet? Ich glaube, weil ich alphabetisch gemacht habe und dann hat sich hier alles geändert. Ja, ich habe alles falsch sortiert hier. Hallo Gurke. Du hast nach 11 Calls Shiny Gastella bekommen, bevor Shiny Corazon. Gut. Zubiris, Rokara, Vipitis und Sengo. Es gibt irgendwie so 5 Pärchen, die sich angreifen. Okay, Nummer 1. Beziehungsweise ich sortiere mal meinen Beutel. So, es ist wirklich entspannt mit dem richtigen Setup. Ja. Aber ich weiß noch nicht, wo ich ein Trombork mit reicher Ernte herkriegen soll. Ich will Pandir machen. Hier in dem Spiel. Darf man fragen, wo du Rosa kennengelernt hast? Nein.
Du bist Patreon, Daniela. Du weißt mein ganzes Leben auswendig. Deutschland. Deine Fingerspitzen haben Zugriff auf jede Information aus meinem Leben, weil du Patreon bist. Ich habe mein komplettes Leben da hochgeladen. Das sind bestimmt 8 Stunden einfach nur, wo ich erzähle, wie ich aufgewachsen bin, wie ich wen kennengelernt habe, wo gearbeitet habe, warum und wieso und alles. Aber Rosa und ich wurden verkuppelt. Mit Kakao? Mit Kakao! Mit Kakao! Bin gespannt, wann Gigas kommen in Pogo, ob die Pokémon dann... Hat man jetzt schon mal ausprobiert, was passiert? Bei Dyna sieht man ja nicht. Ich bin jetzt auch gespannt. Ich fand das Event echt erst kacke. Und jetzt ist es interessant, weil was passiert, wenn wirklich so ein Giga-Glurak... Wenn wirklich so ein Giga-Glurak einfach... Wie willst du das schaffen mit 3 Pokémon? Hoffen, dass 10 andere schon drin sind? Mir fehlt bei dir die meine Unterhose des Tages, Rubik. Fuck. Ich habe nur 1 Unterhose. Und wenn es eng wird, wird die einmal umgedreht. Und das war's. Kann man nur mit 4... Waren es 4 Leute? Es ist ja eh nicht gleichzeitig, was ich ganz angenehm finde. Ich glaube, ich hatte den Raid schon mal mit 6, wo 6 da stand. Aber kann sein, dass 4 Max ist. Er trägt in Unterwäsche. Der Marco sicher nicht. Trunks, hast du es schon geschafft, einen Tunnel fertig zu machen? Ich habe es einmal probiert und bin kläglich gescheitert. Wie? Erst zittern. Zitter bis ganz oben. Hast du nicht die Schellen für jeden Tag 1? Nein. Wechsel dir täglich die Unterhose. Wie gesagt, ich habe 1. Man kann mehrfach Dyna machen. Ja doch, das geht, das weiß ich, weil ich das auch... Das ging bei mir schon. Jedes meiner Monster hat Dyna gemacht, aber ich habe trotzdem nur Bruchteil Schaden gemacht. Hallo? Hä? Ja, das habe ich nicht gesehen mit dem Special Defense. Ich habe halt nur 1 Glumanda und ich will warten, bis ich noch 1 Glumanda habe, was um einiges besser ist, bevor ich das umständlich zu Dyna Glurak mache. Oder zu einem Glurak mache. Ich werde nicht einfach 1 Glumanda jetzt zu Glurak machen. Die 125 Bonbons, die muss ich sparen und die ganzen anderen Sachen da. Du brütest gerade in 3 verschiedenen Gens. Alola scheint nicht das beste RNG zu haben und es geht am schnellsten. Da brüten geht in Gen 8 am schnellsten. Wenn du da auch brütest. Ich werde Dynas nur machen, wenn ein Mon kommt, was exklusiv ist. Ja, aber du musst halt jetzt Dynas machen, weil du halt dadurch stärker wirst. Wenn du nie Dyna machst,
dann wird es schwierig, den Düner dann zu besiegen, wenn du den willst. Weil du musst halt die Attacken aufleveln und so. Und das geht nur, indem du zumindest Düner-Power-Dinger sammelst. Ja, so habe ich ja gestern gebrütet. Einfach das Tauros einklemmen und dann läuft es die ganze Zeit. Aber ich habe das Gefühl, es geht trotzdem schneller in Gen 8. Ja, wenn ich nicht mal Tanhel schaffe, weiß ich nicht, wie ich Metang schaffe. Hallo Muck. Ach, Leute, wer mich schon retten? Aber so ist es ja nicht. Es ist ja kein Raid, wo du mit mehreren Leuten drin bist. Du bist auf dich allein gestellt. Das Pokémon scheint nur wahrscheinlich leichter zu sein, wenn schon mehr Leute es davor besiegt haben. Du musst trotzdem den Kampf einfach alleine schaffen. Ich sehe den unteren nicht. Ist halt eigentlich so langweilig. Ja, deswegen machst du es ja auch, während du gehst. Okay, noch eins. Jetzt gucken wir genau hin wegen der Psycho. Oh. Hä, das war nicht mal ein Volltreffer. Hey, ich verstehe gar nichts mehr. Nicht mal ein Volltreffer, was ist denn geschehen? Nur Level 13? Das stimmt, die anderen waren über 20. Warum bist du so schwach, Corazon? Knuddeluff nutzt die Kraft deiner Liebe. Es hat vom Meister gelernt. Red Face, du bist ein Wolverock. Ey! Das zweite? Ey! Was ist das denn für ein Witz? Das ist ja gar nichts gewesen. Das ist ja super einfach. Nice. Jetzt bring deine Koralle um. Wir suchen nicht, wir finden. Exakt.
Okay, ich dachte, es bringt jetzt Corazon um. Okay, ich habe ein bisschen Angst. Hallo, Ganon. Gotcha. Jawoll. So, wie bringen wir jetzt Pichu zu Raichu? Mal schauen, wir gehen die Bären durch. Jetzt gucken wir mal, aber wie das in Gen 7 ist. Pichu. Levelaufstieg mit hohem Freundschaftswert Gen 2 bis 7. Freundschaftswert. ...128 Schritte gehen. 45% Chance plus 1. Imbissbude auf dem Festival, plus 10, plus 20. Lomi-Lomi-Massage in Konikoni. Pokémon FP-Beeren. Ja, Granabeere, Setangbeere, Qualotbeere. Ja, das ist schon immer in Gen 7 noch gleich. Das ist nur mit Felinara, was der Unterschied ist. Freundschaft ist immer noch das Gleiche. Okay. Ich glaube nicht, dass ich wirklich sowas wie Granabeeren habe. Einfach immer killen lassen anscheinend, ja. Das scheint das Rezept zu sein. Einfach für 40 Stunden lang Pichu killen lassen und dann ist es so verwirrt, dass es mich liebt. Stockholm-Syndrom. Ich will das. Du kannst bei der Poke-Pause, ach da, das meintest du. Nee, das darf ich natürlich nicht machen. Ich darf nicht diese Poke-Army-Poke-Pause-Ding machen, das ist auf keinen Fall. Luft. Du warst großartig. Ich glaube, ich brauche dich jetzt gar nicht mehr. Bären, 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 Bären. Da sind die coolen Bären. Qualot? Doch, da sind wir. Okay. Das ist auf jeden Fall eine, zwei Stück. Tamot auch. Ich glaube, das war's. Sonst wären die direkt hintereinander. Ja, drei Stück hatte ich. Aber das ist schon mal 30 mehr, glaube ich, Freundschaft.
Was stand da jetzt? Kakomi? Cookie Cookie? Ist Imbissbuden auf dem Festival Plaza. Wo ist Festival Plaza? Oder ist das Endgame? Festival Plaza. Domi-Lomi-Massage? Ja, das habe ich auch gerade vorgelesen, aber ich weiß nicht, wo das alles ist. Hier, oder? Ist das die da? Das Plaza ist das Online-Hub. Achso, das war das, stimmt. Hallo Jasmin. Kann man Graudon in Rubin nur fangen, wenn man es in der Urzeithöhle begegnet und findet man es später nochmal wieder? Weiß ich nicht. Ist das hier? Okay, Lomi Lomi, wo bist du? Kann es sein, dass das nicht in Ultrason existiert? Hier steht nämlich nur S&M, Koni Koni. Oh ne, okay. In Koni Koni City beim Stand auf der linken Seite. Und wo ist Koni Koni City? Hier nicht auch Festival? Achso, das Festival ist online. Okay, okay. Am Strand. Ne, der Stand auf der linken Seite. Was? Oh, das sind Tools. Essen. Das sind TMs. Oh, möchtest du wissen, wie zutraulich es ist? Und? Ein bisschen zutraulich. Lomi Lomi Massage hier. Schon, hat das einen großen Unterschied gemacht? Kämpfen. Protein, Eisen, Federn, Kämpfen, Levelaufstieg. Energiestaub, Kraftwurzel, Vitalkraut, als Minus. Tauschen, Minus. 128 Schritte. Imbissbuden auf dem Festival Plaza. Barinsel, heiße Quellen, plus 5. Ach, das ist so ein Quatsch. Okay, nee, 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 das machen wir nicht. Okay, dann kämpfe ich jetzt mit dem. Muss das Pichu auch den Kampf selber gewinnen? Nee, ne? Mag Pichu Dunkelheit? Denn wir gehen jetzt in einen dunklen Ort. Ich will 10 Level-Ups sehen, Pichu. 10 Level-Ups. Sonst wird es nichts mit der Freundschaft. Sonst ist die Freundschaft sehr einseitig.
Soll ich einfach Pichu jetzt in den Necrozma-Fight mitnehmen und dann mit Toxin gewinnen? Dann kriegt Pichu sau viel XP. Oh, 10 Level sogar. Oh, 11 Level. Ich liebe dich, Pichu. Ich liebe dich. Ränke Schmied lernte schon so früh, Pichu. Level. Alter. 15 Level. Das ist aber nicht gut genug gewesen. Sie nannten ihn Philippa. Philippa. Fabian. Donnerwelle immer doch. Komm schon, Pichu, liebe mich. Oh, okay, das geht echt schnell. Story fertig? Nein. Da ist es. Jetzt Donnerstein. Und alles ist gut. Jetzt achte ich mal auf die Musik. Weil ihr sagt immer die Alola-Entwicklung oder aus dem Ei sieht anders aus. Du hast gerade alles versaut, Pikachu. Das da mit den leichten Bongos ist anders, ja. Raichu müsste es jetzt sagen. Es hat die Stimme verloren. Cool. Jetzt kann ich echt nichts mehr fangen. Es ist entweder exklusiv oder ich komme da noch nicht hin. Weil da so ein fettes Necrozma im Weg steht. Ich meine, ich könnte das Cap-Pikachu mir holen, aber dafür muss ich auf den DS spielen. Ich könnte mir Argiana mir holen, aber dafür muss ich auf den DS spielen. Passt schon. Melmetal kann ich mir natürlich auch jederzeit holen. Okay. Jetzt bleibt nichts anderes übrig, als morgen wirklich die Story zu beenden und dann die restlichen Mons zu fangen. Psychokinese, Raichu, so gut, so gut. Cool. Cool. Das geht noch schneller, aber das ging schnell. Und dann räumen wir jetzt noch kurz auf. Wir haben Fokusgurt schon ausgerüstet, wir haben Toxin. Und ein paar Beleber könnte ich noch kaufen.
Kann ich hier noch irgendwas neu ordnen? Probier es noch einmal, bevor wir das so machen, probiere ich es nochmal so normal und dann probiere ich es mit Toxin, wenn es nach keine Chance aussieht, was wahrscheinlich so sein wird. Was geschieht? Was will ich tun? Ach ja, ich wollte gucken, ob Pampros mal was tragen kann hier. Habe ich Boden? Petrium ist Stein. Habe ich kein Bodenium, Terranium oder so. Ich habe echt kein Terra. Dann gebe ich ihm mal den Kampf-Z-Stein. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das Raichu immer noch die Sanftglocke trägt. Das wollen wir nicht. Miras trägt eine Schafklaue. Her damit. Bobungus trägt einen Riesenpilz. Her damit. Okay, jetzt kaufen wir noch ein paar Sachen. Pokebälle. Es gibt in diesem Pokémon Center einen Trainer. Das ist wunderschön. Oh, der TMs. Krasse TMs. Ich brauche gar nicht mehr so viele Pokebälle wahrscheinlich. Wobei, die ganzen Legis. Sollen wir... Aber Beleber sollte reichen. Toxin. Unter. Tod. Beleber. Tod. Beleber. Tod. Beleber. Tod. Ich kann es nicht unendlich oft machen, ne? Wenn es nämlich wiped bei jeder Attacke. Sobald ich ein Pokémon finde, das nicht gewiped wird, dann schaffe ich es. Aber ich kann keinen Top-Beleber kaufen. Ich kaufe mal noch ein paar. Aber es kann sein, dass es gar nicht aufgeht, ne? Okay, was hat dein Trainer hier für ein besonderes Pokémon? Quasar. Akometeor. Du hast gelogen. Ich habe mit allen geredet. Buh. Und deswegen vertraue ich euch nie. Wie kann ich euch noch vertrauen? Erst nach der Liga. Ah, das ist ja doof. Okay, danke fürs Zuschauen. Wir haben es fast geschafft. Und dann das ganze Spiel nochmal. Aber wir haben es fast. Fast. Das war Verox. Okay, tüdelü, tschü. Fast geschafft, sagt er. Ja, locker, haben es doch fast. Ultra-Bestien fangen und fertig. Tschüss.